Unsere beiden Turner, Pavel und Marius, blicken für uns auf das Jahr 2012 zurück und erzählen uns, an welchen Geräten sie sich dieses Jahr unbedingt noch verbessern möchten und welche wichtigen Wettkämpfe noch anstehen. Ja, also am Samstag hatte ich den Deutschlandpokal in Sindelfingen. Ich habe Pflicht geturnt in der Mannschaft. Und ja, ich hatte ein paar kleine Fehler dabei. Bin dann am Ende Vierter geworden in der Einzelwertung. Mit der Mannschaft sind wir Erster geworden. Da haben wir uns sehr gefreut. Bei mir war der Deutschlandpokal okay. Ich habe alle meine Übungen durchbekommen. Ich habe am Boden angefangen, dort war relativ gut, der Boden war gut. Pferd ging auch, Ringe war okay, Sprung, Barren. Barren habe ich ein bisschen nicht so gut geturnt, aber erstmal durchgeturnt ohne Sturz und Dreck war wieder gut. Das Jahr ist sehr gut gelaufen für mich. Die Wettkämpfe sind alle gut gelaufen. Im Jahresanfang beim Junior Team Cup war ich von der Berliner Mannschaft der Beste. Dann bei den deutschen Meisterschaften habe ich auch sehr gut abgeschnitten. Beim GWG Cup in Cottbus war ich auch gut. Ja, und beim Deutschlandpokal, da lief es jetzt nicht ganz perfekt, aber es war auch gut. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich am Barren verbessern, daran arbeite ich auch hart, dass ich den Abgang hinkriege. Also das Jahr ist für mich sehr gut gelaufen. Ich habe sehr gute Meisterschaften geturnt und auch neue Elemente gelernt, fast mich an jedem Gerät verbessert. Am Boden habe ich schwerer geturnt. Am Pferd habe ich versucht, jetzt am Ende des Jahres noch ein bisschen aufzustocken. An Ring auch. Am Sprung bin ich jetzt dabei, eine Drehung reinzumachen, damit der Ausgangswert sich um 1/18 erhöht. Ja, und am Barren und am Reck habe ich auch mehr geschafft. Hätte nicht besser laufen können, kann man so sagen. Also ich bin schon sehr zufrieden damit. Im Juni sind die deutschen Meisterschaften, so als zentraler Punkt. Danach ist EOF, europäische Meisterschaften, sowas. Bei den deutschen Meisterschaften war ich schon erfolgreich. Und das heißt, ich bin Kader fürs nächste Jahr. Und das heißt, ich kann frei turnen. Hat mir auch mein Trainer gesagt, ich baue auch überall neue Elemente ein. Also am Boden mache ich was Neues, am Pferd versuche ich einen Handstandabgang. Ob es klappt, müssen wir dann sehen. Ja, und ich kann auch volles Risiko turnen. Wenn es klappt, ist schön. Wenn es nicht, dann beim nächsten Wettkampf vielleicht. Wir freuen uns auf die neuen Übungen und Wettkämpfe unserer beiden Turner und ihr könnt sie natürlich auch hier auf unserem Kanal weiterhin begleiten. Bis dahin schaut euch doch mal diese Videos hier an. Dann mal bis dann.